Und zwar, wir machen wieder ein Blitzdessert. Und zwar, das geht aber wirklich, also ich glaube, so schnell ging es noch gar nicht. Was ihr an Beeren, Obst oder so nehmt, ist ganz euch überlassen. Ich nehme jetzt einfach die Zwetschgen, weil ich die noch da habe. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich eher wieder zu meinen Himbeeren gegriffen oder so. Aber weil ich die noch da habe, möchte ich die auch verwerten. Dann, das habe ich nämlich selbst aus der Werbung gesehen, ist bei mir jetzt natürlich wieder keine Werbung. Ich habe das nur selbst entdeckt und habe gedacht, das machen wir. Und zwar, so sieht das Ganze aus und das werden wir jetzt einfach aufschlagen. Wichtig ist einfach nur, dass es mindestens 2 Stunden im Kühlschrank war, so wie Sahne auch im Kühlschrank sein muss, dass man sie gut aufschlagen kann. Dann haben wir einfach noch Knuspermüsli. Da kann man natürlich auch nehmen, was man gerne mag. Ob da noch Schokolade dabei ist, ob es mit Nuss behaftet ist, ob es noch irgendwie Rosinen drin hat, was auch immer. Und zum Topping nehmen wir einfach noch Schokoraspeln. Und was wir jetzt machen, ist einfach das Ganze erstmal aufschlagen. Und dann legen wir mal los. So, da das sehr neutral schmeckt, aber total fluffig und lecker ist, habe ich mir nur gedacht, ich gebe noch Vanillezucker dazu, ein Päckchen. Das könnt ihr natürlich schon auch vorher reingeben. Ich gebe es jetzt erst im Nachhinein rein, weil ich kannte das hier auch nicht und habe es erstmal abgeschmeckt. Und deswegen gebe ich es jetzt rein und verrühre das nochmal. So, ich habe mir das Ganze jetzt in eine Spritztülle gegeben, damit einfach die Ränder jetzt nicht so schmutzig werden. Und dann geben wir einfach, schichten wir das nur einfach. Dann, wie gesagt, das dementsprechende Obst. Ich wollte schon sagen Gemüse, aber Gemüse nehmen wir dann doch nicht. Dann legen wir das mal zur Seite. Dann unsere Knuspermüsli. Wieder diese Creme oder Sahne oder wie man es auch nennen will. Wieder unser Obst. Wieder unser Knuspermüsli. Und den Abschluss mache ich dann wieder mit diesem Creme-Sahne-Topping. Und dann kommt noch kommen noch unsere Schokoraspeln oben drüber. So, und jetzt verkosten wir das Ganze mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt an allem rankomme. Wahrscheinlich nicht. Also kann einem, Gott, Entschuldigung. Aber das kann einem nur schmecken. Also wenn das einem nicht schmeckt, dann weiß ich halt auch nicht weiter. Was soll ich sagen, Leute? Also das habt ihr halt wirklich ratzfatz gemacht. Ne? Wenn sich jemand ankündigt, dann einfach dieses Aufschlagen und dann einfach mit Beeren mischen, mit dem Müsli. Oder variiert es mit irgendwas anderem, da ist man ja total offen, aber super lecker, einfach schnell gemacht, was will man mehr? Und dann kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!